der Eva von Aquacraft. Ich möchte euch heute gerne zeigen, wie ich mein Kampffisch-Aquarium neu gestaltet habe, und zwar dieses hier. Wie ihr sehen könnt, ist das ein Schwarzwasserbecken, und ich habe das ein bisschen mitgefilmt, was ich da gemacht habe und wie ich es gemacht habe, und das zeige ich euch, und am Schluss gibt es dann noch Detailaufnahmen, und viel Spaß beim Zuschauen. Hier mal das Becken in leerem Zustand. Und jetzt seht ihr das Hardscape, das habe ich direkt bei Liquid Nature zusammengestellt. Das ist da natürlich noch nicht verklebt, aber mal die grobe Zusammenstellung habe ich da gemacht. Und hier seht ihr schon die fertige zusammengeklebte Wurzel. Ich habe sie hier zur Demonstration einmal herausgehoben und wieder hineingegeben. Das ist wirklich ein verklebtes Teil und das ist für die Reinigung wirklich praktisch. Hier seht ihr im Schnellvorlauf, wie ich die Pflanzen raufgeklebt habe. Ich habe nur Aufsitzerpflanzen verwendet und ich erkläre euch nachher dann noch genau oder sage euch noch genau, welche Pflanzen ich da verwendet habe. Und hier ist es, glaube ich, am zweiten oder am dritten Tag. Da sieht man noch stark die Bakterienblüte. Ja, auch. Hier sieht man die Wurzel, wie ich es beim Reinigen rausgegeben habe. Also die ganze Wurzel konnte ich rausnehmen, das ist sehr praktisch. Ja, das ist das Aquarium, und zwar das 25 Liter Becken von Fire Aqua. Als Hardscape habe ich hier nur Holz verwendet, und zwar rote Moorwurzeln, und ich habe die so zusammengeklebt, dass es quasi aussieht wie eine natürliche Wurzel. Und ich schaue mal, ob ich eine Klebestelle finde. Habe ich schon eine? Hier ist die Klebestelle, und ich habe da als Trägermaterial quasi, oder das damit, weil wenn ich Holz auf Holz klebe, dann ist nicht so viel Fläche da zu kleben und das hält dann nicht so gut, habe ich Zigarettenfilter verwendet. Diese habe ich da hineingegeben und dann habe ich den Kleber raufgegeben und das trocknen lassen. Das habe ich natürlich alles im trockenen Zustand gemacht. Und Kleber könnt ihr da jeden Superkleber verwenden auf Cyanacrylat-Basis. Der ist unschädlich fürs Wasser und für das ganze Ökosystem da drinnen und für die Tiere. Und ja, das habe ich eben ganz gut verklebt. Ich kann auch das ganze Hardscape eben jetzt rausnehmen beim Reinigen, das war mal wichtig. Ich zeige es euch mal von der Seite. Das Licht ein bisschen weg drin, weil das spiegelt so. Ja, man erkennt jetzt nicht so viel. Von vorne, glaube ich, erkennt man es am besten. Und noch von der Seite. Ja, da ist der Heizstab links drinnen. Und ja, dann erzähle ich euch jetzt, was ich sonst noch verwendet habe. Also als Bodengrund habe ich den ADA Colorado Sand verwendet und nur ein paar Blätter. Tut mir leid, dass das so spiegelt. Ich habe echt alles versucht. Ich habe da auch alles dunkel gemacht. Aber das geht leider nicht besser. Das ist schon das Beste, was ich zustande gebracht habe. Jedenfalls sind da Blätter und der ADA Colorado Sand drinnen. Und da hinten noch ein paar Gesteinssplitter, einfach kleine Steinchen, die von hinten ein bisschen so sich nach vorne verteilen. Und Pflanzen habe ich unten keine drinnen. Ich habe sonst auch nur Aufsitzerpflanzen verwendet und nicht viel verschiedene. Also einmal Anubia Petit und zwei verschiedene Bucephalandra-Arten, einmal Wavy Leaf und einmal Lamantau Mini Red. Und als Schwimmpflanze habe ich verwendet Phyllanthus fluitans. Da ist die Riesenschnecke, die kennt ihr vielleicht schon von Instagram. Ich zeige euch die jetzt, wie groß die ist. Im Vergleich zu einer. Die sind ja auch immer gemeinsam unterwegs. Sieht man das? Die ist so groß. Wahnsinn. Ja, und genau, noch Spiky Moos. Und diese Pflanze, das ist eine Efeutute, das ist einfach eine Zimmerpflanze, die hat noch keine Wurzeln. Ich habe einfach versucht, die da hineinzuhängen. Mal schauen, was passiert. Ja. Da hinten ist die Lobelia cardinalis. Die wächst hier Emias und ja, die schaut gerade noch ein bisschen mitgenommen aus, die ist noch nicht so lange da drinnen. Wird sich schon erholen. Ich hoffe auch, dass da zum Beispiel diese Bucephalandra ist da unterhalb, also mit der Wurzel im Wasser, und die oberen Blätter sind aber vertrocknet. Ich hoffe, dass die auch im erst dann
rauswächst, aber unten schaut sie ganz gut aus und da kommt auch eine kleine Blüte raus. Also schauen wir mal. Und das gleiche gilt hier für die Anubias. Da sind auch nur die obersten Blätter ein bisschen eingetrocknet, aber unten sieht sie wieder sehr gut aus. Ja. Ein Filter habe ich, einen Hang-On-Filter in Verwendung. Ja, als Schwarzwasserextrakt habe ich natürlich die Erlenzapfen von Liquid Nature in Verwendung. Das sind diese hier. Davon habe ich nur 4 Stück reingegeben und die Farbe ist echt Hammer. Ich muss auch dazu sagen, dass ich die Erlenzapfen vorher nicht abkoche oder sonstiges. Ich gebe die einfach gleich pur ins Wasser und da sieht man halt wirklich ein tolles Resultat von der Farbe her. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Es ist jetzt auch noch ein bisschen trüb, das Wasser. Das ist normalerweise nicht, aber das ist natürlich, weil das relativ neu ist. Und durch das Holz ist eine gewisse Trübung entstanden. Aber sonst ist das Wasser wirklich glasklar. Die Erlenzapfen haben überhaupt keine Beeinträchtigung auf die Trübung des Wassers. Und ja, drinnen habe ich nur ein Kampffischweibchen. Das ist die Bella. Die ist schon 3 Jahre alt. Aber ich glaube, sie fühlt sich wohl drinnen. Und sonst habe ich nur noch ein paar Schnecken im Becken, weil die Bella sehr aggressiv ist und alle Garnelen und sonstige Freunde umbringt. Und das ist halt wirklich ein sehr simples Low-Tech-Aquarium, aber ich finde, es kann sich trotzdem super sehen lassen. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder mir etwas sagen möchtet, dann meldet euch bitte. Und wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann könnt ihr den Fortschritt des Aquariums auch jederzeit beobachten. Und ich wünsche euch somit einen schönen Tag und bis bald. Ciao!